Hallo Kackbratzen. Normalerweise will ja niemand im echten Leben reinen und unverfälschten Terror erleben. Und dann flattert die Stromrechnung ins Haus. Trotzdem gibt es einige Leute, die hin und wieder auf eine Extraportion Adrenalin und einen kontrollierten Angstzustand nicht verzichten wollen, sodass das Blut ein wenig in Wallung gerät und Gänsehaut auf der Gänsehaut erzeugt. Aus diesem Grund haben japanische Wissenschaftler Survival-Horror-Videospiele erfunden, um den Fans von Terror, Grusel und billigen Nutella-Imitationen zu Hause und in einer sichereren Umgebung mal mächtig das Arschwasser zusammenlaufen zu lassen. Ein Untergenre ist wohl der Taschenlampensimulator, also der typische Laufsimulator, nur mit weniger Licht und sehr vielen Jumpscares. Und welche Technologie eignet sich wie die Faust aufs Auge für so einen Simulator? Die Bewegungssteuerung. Und das berühmteste System für diese Art der Steuerung ist wohl die Wii. Im Jahr 2010 veröffentlichte Hudson Entertainment auf der putzigen weißen Kiste aus dem Hause Nintendo mit The Calling ein Horrorspiel, in dem wir die Rolle von gleich vier Hauptdarstellern übernehmen dürfen. Die Story und das Gameplay orientiert sich dabei stark auf Elemente aus verschiedenen japanischen Horrorfilmen wie The Grudge und The Ring. Die Story dreht sich um eine seltsame Webseite namens The Black Page, die natürlich die Aufmerksamkeit vieler neugieriger Leute auf sich zieht. Die Seite zeigt den meisten Besuchern allerdings nur einen Besucherzähler und sonst nichts. Andere finden zusätzlich jedoch einen Chatroom und hier beginnt der wahre Terror. Alle armen Seelen, die sich eigentlich nur ein wenig unterhalten wollen, erhalten kurze Zeit später einen mysteriösen Anruf, der sie in eine andere, Mnemonic Abyss genannte Dimension zieht. Die Geschichte folgt nun den sich verflechtenden Pfaden von vier sehr unterschiedlichen Opfern, die dazu verdammt sind, ziellos zwischen Leben und Tod umherzuwandern. Sie leben mit der Hoffnung, irgendwie aus dem höllischen Reich zu entkommen. Und das möglichst lebendig. Als das Spiel damals auf den Markt kam, waren die Rezensionen nicht gerade rosig. Die Handlung war zu verwirrend und Grusel suchte man angeblich vergeblich. Hielt mich das damals aber ab, das Spiel zu kaufen? Absolut nicht. Also werfen wir uns gemeinsam in den höllischen Abgrund und sollte euer Telefon nach dem Video klingeln, solltet ihr vielleicht besser den Anruf ignorieren und das Telefon aus dem Fenster werfen. Wie gesagt, schlüpfen wir in die Rolle von vier verschiedenen Hauptdarstellern. Zum einen haben wir die junge College-Studentin Rin Kagura, die vor einigen Jahren ein Mädchen in einem Chatroom kennenlernte. Sie versprach, dass sie sich auf jeden Fall persönlich treffen würden, doch aus irgendeinem Grund verschwand das seltsame Mädchen auf Nimmerwiedersehen. Rin versuchte das Mädchen ausfindig zu machen und stieß dabei auf die Seite The Black Page, um vielleicht irgendwelche Hinweise zu finden, aber das hätte sie besser nicht machen sollen. Dann haben wir mit Shin Suzutani einen weiteren jungen Schüler, der zudem Fan von Anime und Okkultismus ist. Er geriet dank eines Artikels in seinem Lieblingsmagazin auf die berüchtigte Seite, die nun seinem Leben ein Ende setzen möchte. Chiyo Kishibe ist die Älteste im Bunde. Die gute alte Omi surft nach dem Tod ihres Mannes gerne im Interwebs. Dort erfuhr sie, dass man angeblich mit Hilfe der berüchtigten schwarzen Seite irgendwie mit den Toten in Verbindung treten kann. Die Hoffnung, so ihren Mann wieder zu treffen, wurde ihr allerdings somit zum Verhängnis. Zu guter Letzt haben wir mit Makoto Shire noch einen Typen, dem nichts und niemand Angst einjagen kann. Als Redakteur eines Magazins stieß er auf die mysteriöse Geschichte der Black Page, die irgendwie auch für das Verschwinden seines Partners verantwortlich ist und wollte der Sache mal auf den Grund gehen, was vermutlich nicht unbedingt die beste Idee aller Zeiten war. Die Handlung des Spiels kann tatsächlich ein wenig verwirrend sein und wer sich blind durch das Spiel klickt, wird nach kurzer Zeit komplett den Faden verlieren. Aber ich versuche so gut wie möglich nach all den Jahren alles nochmal auf die Reihe zu bekommen. Reiko-chan, kyou wa koko ni ita no? Sou. Einen zentralen Posten in der Geschichte hat ein kleines und unheilbar krankes Mädchen namens Reiko. Damit sie den Kontakt mit der Außenwelt nicht verliert, erhält sie von ihrer Mutter ein Handy. Doch wer konnte schon ahnen, dass ihre Mutter eine regelrechte Arschkrampe ist?
Nach einigen Wochen stellte Raikos Mutter jeglichen Kontakt ein, was dem armen Mädchen verständlicherweise eine unglaubliche Depression einbrachte. Es reicht ja nicht, dass sie unheilbar krank ist, aber das Gefühl, komplett unerwünscht zu sein, tötet wirklich jeden Wunsch am Leben. Um irgendwie nun doch nicht den Kontakt in die Welt zu verlieren, begibt sich Reiko in einen Chatroom und dreimal dürft ihr raten, mit wem sie dort Freundschaft schließt. Es war natürlich die gute Rin. Währenddessen versucht Raikos Krankenschwester namens Kayoko die Rolle der Mutter zu übernehmen. Sie versucht alles Menschenmögliche zu tun, um wenigstens das kleine Mädchen von ihren Depressionen zu heilen, aber jeder Versuch blieb zwecklos. Reiko suchte ihrerseits Trost bei einem älteren Mann, der zufälligerweise der Ehemann von Chiyo Kishibe ist. Beziehungsweise war, denn eines Tages stirbt er im Krankenhaus. Verständlicherweise machte dies Reiko nur noch trauriger und so konnte nur noch ein Besuch der guten Rin helfen. Wie versprochen wollte nun eines Tages Rin ihre Internetfreundin im Krankenhaus besuchen. Doch bevor sie überhaupt das Krankenhaus erreichen konnte, wurde sie von einem Müllwagen überfahren und fiel ins Koma. Reiko wartete vergebens auf ihre Freundin und war überzeugt, dass auch Rin sie nur verarscht hat und sich keinen feuchten Dreck um sie scherte. Komplett verzweifelt und verlassen, beging das kleine Mädchen nun Selbstmord. Zurück blieb ein komplett wütender Geist, der sich nun an der Welt und an der Menschheit rächen möchte. Das Gesamtthema von Calling ist ein offensichtlicher Unterton von Einsamkeit und dem lähmenden Gefühl, den dieser Zustand bei Menschen auslösen kann und deren verzweifelten Versuchen, einer Depression zu entfliehen. Gerade die erste halbe Stunde des Spiels ist komplett düster und verpasst einem reihenweise harte Tritte in die Klöten und natürlich auch in die Magengrube. Ich verstehe nicht, warum die großartigen Kritiker von namenhaften Jauchegruben wie zum Beispiel IGN oder GameSpot dieses Spiel so verrissen haben. Vermutlich, weil Hudson Entertainment damals nicht deren Ärsche butterte wie etwa Activision und man alle Punkte schon für das jährliche Call of Duty Review verpulvert hatte. Ich sag ja nicht, dass The Calling ein perfektes Spiel ist, aber wenn man nur ein klein wenig seine Denkmurmel benutzt, dann erkennt man, welche Perle man vor sich hat und mit welchen Problemen unsere Protagonisten zu kämpfen haben, was vermutlich ein unterentwickeltes Gehirn voller Gülle eines typischen IGN-Möchtegern-Journalisten natürlich nicht verstehen kann. Shin, der Nerd im Team, der offensichtlich keine echten Freunde hat, sucht verzweifelt nach Leuten, mit denen er seine Leidenschaft teilen kann. Die ältere Frau will nichts anderes, als mit ihrem verstorbenen Ehemann in Kontakt zu treten, mit dem sie quasi ihr komplettes Leben verbracht hat und wollte so im Jenseits wieder mit ihm vereint sein. Makoto sucht ebenfalls verzweifelt seinen Kollegen, ohne dem er seine Karriere einfach nicht fortsetzen möchte. Das Schlimme an der Suche ist, dass er ihn zwar findet, aber Makoto von ihm in dieser Höllendimension getötet wird und so vermutlich für immer dort gefangen bleibt. Viele der Benutzer, die sich auf der Blackpage verlaufen, suchen im Chat nach Freundschaft, um aus der Einsamkeit entfliehen zu können. Aber leider machten sie nicht die Rechnung mit dem Geist eines kleinen Mädchen, das von ihrer Mutter komplett sich selbst überlassen wurde. Im Falle von Rin wird die Sache noch komplizierter, da sie sich wirklich mit Reiko treffen wollte, aber ein Unfall dieses Treffen platzen ließ. Reiko wusste davon nichts, aber verlor trotzdem jede Hoffnung und verließ das Leben voller Wut. The Calling beschäftigt sich mit ernsten Emotionen und schweren Gefühlen, mit denen Menschen im Leben konfrontiert werden. Das Spiel ist also beinahe schon weniger Horror, als eine komplett trostlose Achterbahnfahrt voller beschissener Gefühle. The Calling hat übrigens zwei Enden und man ist somit gezwungen, das Spiel dafür zweimal durchzuspielen. Bei einem bleiben Rin und Reiko in der Hölle gefangen und im anderen Ende gelingt es Rin tatsächlich, den wütenden Geist zu besänftigen und kann sogar in die reale Welt zurückkehren. Da es sich bei The Calling um ein japanisches Horrorspiel handelt, darf man sich auf Momente freuen, bei denen man sich sehr oft einschiffen wird. Es gibt zwar nicht allzu viele Jumpscares, aber sie halten einen definitiv auf Trab und solltet ihr kleine Angsthasen sein, wird euer Herz des Öfteren wahre Freudensprünge machen. Japan liebt Schulmädchen und noch mehr liebt man dort natürlich gruselige und sehr, sehr tote Varianten dieser Mädchen in Uniform. Macht euch also gefasst, mit sehr vielen davon während des Spielens Bekanntschaft zu machen. Um euer Leben etwas einfacher zu machen, hat man dem Spieler eine praktische Taschenlampe spendiert. Dieses Werkzeug ist ein Muss, da es ein wenig Licht in die arschdunkle Welt bringt. Die Bewegungssteuerung funktioniert sogar ziemlich gut, was auf der Wii beinahe schon eine Seltenheit ist. Euer Controller ist aber nicht nur eine Taschenlampe, sondern fungiert auch als Telefon. Um nun Anrufe zu beantworten, müsst ihr euch die Remote ans Ohr halten, was in Verbindung mit dem eingebauten Lautsprecher eine ziemlich clevere Mechanik ist. Ihr werdet übrigens sehr oft sehr verstörende Anrufe von Geistern im Spiel erhalten.
Und da dachte man schon, dass die häufigen Anrufe in GTA 4 die reinste Hölle sind. Sure I will, Roman. Later on. Geister werden euch plötzlich packen, um euren Herzschlagmesser zu erhöhen. Dies ist im Wesentlichen der Angstmesser und wenn dieser zu sehr ansteigt, erleidet eure Spielfigur einen Herzinfarkt und gibt den Löffel ab. Man kann versuchen, den Angstmesser zu verringern, indem man die Beine in die Hand nimmt und wegläuft und sich ein Versteck sucht. Aber man kann auch versuchen, den Geist von sich abzuschütteln. Das funktioniert in der Regel sehr gut. Achtet aber darauf, dass ihr möglichst alleine auf der Couch hockt, um Kollateralschäden zu vermeiden und denkt auch an die kleine Schlaufe, damit euer Controller nicht quer durch den Raum segelt. Dieser rudimentäre Kampf kann unter Umständen ziemlich anstrengend sein, denn die Geister sind ziemlich anhänglich. Mitunter kommt es vor, dass ihr eine Nummer in das Handy eingeben und gleichzeitig einen Geist abschütteln müsst. Das Problem ist auch, dass man in diesen brenzligen Situationen auch noch sehr präzise sein muss, wenn man nicht vorzeitig ins Gras beißen möchte. Um die Handlung voranzutreiben, gibt es die typischen Zwischensequenzen, die wirklich kleine Leckerbissen zwischen den Horrorabschnitten sind. Und um mehr von der Story zu erfahren, gibt es quasi unendlich viele Textnachrichten. Einige sind sehr lang, aber da sie die Geschichte ziemlich gut erzählen, ist das eigentlich nicht wirklich schlimm. Wenn es etwas Schlimmes gibt, dann ist es wohl die obligatorisch schlechte Sprachausgabe. Einige Charaktere sind in Ordnung, aber andere wirken unglaublich peinlich und ungewollt komisch. Was das Gameplay vielleicht etwas zäh macht, sind die Geschichten und die Spielweise der einzelnen Hauptdarsteller. Man übernimmt zwar die Rolle von 4 Personen, aber alle anderen außer Rin wirken nur als unnötiges Beiwerk. Jeder hat zwar eine eigene Geschichte zu erzählen, aber sie haben keinen Einfluss auf den Haupterzählstrang. Dieser wird ausschließlich mit Rin erzählt und zu einem Ende gebracht. Das Gameplay selbst ist nicht allzu schwierig. Wenn man mal nicht gerade gegen Geister kämpft, wird man seine Zeit hauptsächlich damit verbringen, irgendwelche Gegenstände zu suchen, Türen zu öffnen und einige Telefonate führen. Speicherpunkte gibt es in Form von schwarzen Katzenstatuen, die über die Level verteilt worden sind. Sie haben leuchtende Augen, sodass man sie leicht erkennen kann, auch wenn es mal kaum Licht gibt. Die meisten Elemente der Handlung von Colling sind unheimlich, aber vor allem ein Aspekt war bittersüß und traurig. Wenn ihr die Rolle der alten Frau übernehmt, die im Jenseits ihren Mann sucht, gibt es einen Abschnitt im Wald, der es besonders in sich hat. Der Wald ist nicht nur voller Geister, sondern man wird auch unglaublich hilflos und verwirrt durch das Level irren. Man trifft auf den Mann, aber die alte Frau kann einfach nicht mithalten, was das ganze Ding zu einer sehr verzweifelten Verfolgungsjagd macht. Anata, Michito-san. Es sind nicht alle Momente gruselig im Spiel. Vieles wird euch einfach nur sehr, sehr traurig machen. Und dann gibt es wieder Momente, bei dem einen der Arsch komplett auf Grundeis geht. Es mag sein, dass man nicht unbedingt warm mit The Calling wird, da die Idee zwar ziemlich gut ist, aber im Gesamten dann doch etwas uneinheitlich wirkt. Es wird vielleicht auch nicht jeden schmecken, dass man das Spiel gleich zweimal durchspielen muss, um das wahre Ende zu erhalten, da es doch ein wenig Arbeit bedeutet. Aber insgesamt sind die vielen negativen Bewertungen nicht fair und werden dem Spiel nicht gerecht. The Calling enthält solide Horrorelemente, darunter klassische japanische Horrorklischees, bei denen man tatsächlich ein schönes Gefühl von Horror erhält. Wer also den Sprung ins kalte Wasser wagen möchte und komplett unvoreingenommen an die Sache geht, wird mit dem Spiel tatsächlich sehr viel Spaß haben. Die Handlung ist vielleicht etwas verwirrend, aber wenn man mal davon absieht, wird man eine echte kleine Perle in den Händen halten. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.